Dinea und Dynasty Championship. Wir haben sie letzte Woche verfolgt. Fragezeichen, hast du dir ein bisschen was angeguckt? Probiert, sowohl bei dem deutschen Host, sag ich mal, bei Solaris, wie auch auf den Originalstreams. Ich habe es einfach aus Desinteresse einfach nicht lange durchgehalten. Waren es die Formate oder war es quasi die Art und Weise des Kommentierens oder war Naja, es also das Arena? Kommentieren war völlig fein auf beiden Kanälen, easy peasy, aber es ist halt einfach, du siehst Karten, also den Moment, wo ich dann auf einmal gesehen habe, okay, da werden Karten gespielt, die ich nicht kenne. Oder Karten gespielt, wie zum Beispiel der Teferi, der für 4 Mana dann auf einmal da war. Und ich dachte mir so, nein, es hat sich angefühlt, als würde ich ein anderes Spiel gucken. Und das muss ich sagen, ich gucke mir auch keine Championships mehr von Hearthstone an, seit ich es nicht mehr spiele, weil ich kenne fast keine Karte mehr. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich war schon draußen, ich habe es mir auch nicht angeguckt, im Nachhinein ein bisschen auf der Seite mir durchgelesen, was so passiert ist. Aber ich muss auch sagen, die rein digitale Form von diesem Event hat mich auch abgeschreckt, aber dazu kommen wir gleich nochmal im Detail. Aber wir haben auf jeden Fall ein Champion, und zwar ist das Eli Cassis, der in Historic, war es Historic oder Alchemy? Auf jeden Fall in einem der Formate hat er mit tatsächlich Oath of Venture Into the Dungeon gewonnen. Was mich überrascht hat, weil das war so ein Format, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es ein bisschen schade ist, dass man nichts aus dem Turnier mitnehmen kann, weil die Karten halt einfach de facto anders funktionieren. Wir hatten im letzten Alchemy-Update-Cycle halt sehr viele Karten von diesem Venture Into the Dungeon-Mechaniken halt angepasst, und jetzt sehen wir, dass es kompetitiv erfolgreich sein kann, wenn man es halt eben angepasst hat. Und damit hat er sich halt eben durchgesetzt. Und allgemein, die Top 8 ist auch, man könnte sagen, auch egal. Denn wenn ihr das hier gerade guckt, sind wir gerade inmitten der ja, nächsten Neon Dynasty Alchemy Preview Season, wo wieder, ich glaube, es sind wieder 60 Karten, 30 oder 60 Karten, irgendwas dazwischen vielleicht, die künstlich in das Format reingespült werden und das Meta aufwühlen werden. Das heißt, die Decks, die jetzt gut waren, werden höchstwahrscheinlich nicht gut sein in Zukunft oder zumindest nicht mehr so gut sein, wie sie performt haben. Aber trotzdem, wenn ihr euch natürlich dafür interessiert, wir haben die Top 8 Decks natürlich verlinkt in sowohl Podcast-Beschreibung als auch Videobeschreibung. Also schaut da gerne rein, wenn euch das interessiert. Aber wir waren nicht die Einzigen, die ein paar Kritikpunkte mit dem Format hatten oder mit dem Turnier hatten. Ein User bei Reddit, der mit dem Namen Gilden, hat einfach mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, weil er kommt auch ein bisschen aus dem Eventmanagement. Und ja, das hab ich mal zum Anreiz genommen, dass wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten, ja, was man denn besser machen könnte oder was denn eigentlich das grundlegende Problem ist mit solchen Events. Und das war nicht wenig Geld für Wizards of the Coast. Das waren 450.000 Dollar nur im Gewinnpreis. Und dann kommen nochmal Personalkosten und alles drum und dran, Technik und so weiter da drauf. Also man kann davon ausgehen, dass sie über 500.000 dafür ausgegeben haben, dieses Turnier zu veranstalten. Und dann hat man irgendwie so das Gefühl, niemanden interessiert's, niemand weiß, wann es stattfindet. Was ist so dein erster Take? Was ist so das größte Problem an dem Event? Sagen wir jetzt mal aus der Eventsicht, nicht aus der Magic-spielerischen Sicht, sondern was hat man so falsch gemacht? Naja, dieses Set-Dinger, niemand weiß mehr, was das ist. Also, Eli Cassis ist absolut kein unbeschriebenes Blatt. Absolut nicht. Rivals League Mitspieler, seit 2016 auf Grand Prix unterwegs, mehrfach Invitationals gewonnen bei Star City Games und so weiter. Cassis ist ein immens guter Spieler, meistens im Bereich von Modern unterwegs. Dementsprechend ist Historic vielleicht auch gar nicht mal so weit weg. Und ich muss sagen, mir tut das so leid. Genauso wie vorher ja schon, wo wir ja auch schon deutsche Vertreter hatten, die dann Set-Champions waren von, wie wir jetzt zum Beispiel Ahne nehmen, von Kaltheim, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube schon. Genau das ist das Problem. Ja. So, welches Set hat er denn jetzt gewonnen? Was hat er denn gewonnen? Was bringt ihm das? Wenn sie jetzt hingehen würden und sagen, okay, wir machen 4 Sets im Jahr. Jeder Set-Champion macht. Höhlen wir dann noch mal auf die Ding plus 4 Wildcards und machen noch mal ein großes Turnier. Alle 4 Set-Champions plus 4 Wildcards, die eben aus Community kommen, aus, keine Ahnung, von mir aus sollen sie den Professor da hinsetzen oder sonst wen. Hauptsache irgendwelche Leute, die man erkennt, und die 4 Set-Champions. Und die
holt man an einen Ort und macht das mit was. Das wäre meiner Meinung nach so, so wichtig. Und auch dann eine Erklärung machen, Werbung machen, dafür, dass so ein Event kommt. Wann haben wir von dem Event erfahren? Zwei Wochen vorher, eine Woche vorher. Ja. Ich glaube, eine Woche vorher. Und es wurde auch nirgends erklärt, was das ist. Das ist einfach so, übrigens, wir machen wieder eine Championship, weil wir machen eine Championship um der Championship willen. Aber was hat derjenige davon? Mach doch einfach irgendwo einen Post, erklärt doch mal, was ist das? Wie kann man daran teilnehmen? Wer nimmt daran teil? Was hat man davon? Wie geht's danach weiter? Aber sagt nicht einfach, ja, wir machen eine Championship. Das ist so, ja, wir schreiben eine Prüfung, um eine Prüfung zu schreiben, weil wir brauchen jetzt Noten. Das bringt halt niemand. Genau, das landet nicht aufs Zeugnis nachher. Du kannst eine Eins haben, genau. Aber es landet halt nirgendwo. Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich bin, also es fällt mir halt irgendwie schwer, irgendeine Art von Begeisterung aufzubringen. Einfach nur, also obwohl ich, was ich gehört habe von Leuten, die es geguckt haben, gerade auf Twitter und im Reddit, dass so die reine Performance von Moderatoren, und das hast du ja auch eben gesagt, selbst halt auch hier, wir hatten ja im Deutschen auch den Co-Stream von Solaris und der macht das ja auch alles super. Und die Kommentatoren, natürlich sind, haben wir es auch schon vorher angekündigt, sie sind keine Laien. Und es war halt auch super spaßig und spannend, das zu verfolgen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eben das Problem, irgendwie ist die Kommunikation, kommt halt nicht durch. Und das ist schon einer der ersten Punkte, die hier ja aufgeführt werden, ist tatsächlich dieses, dass kein Hype erzeugt wird, wo sie eigentlich so gut eigentlich mit Sinn drin sind, wenn man sich halt eben neue Releases anguckt. Also da ist ja Preview-Season, da werden alle Influencer werden ins Boot geholt, alle, die eine gewisse Reichweite haben und so weiter. Da schaffen sie es, aber nicht mal, wenn es irgendwie heißt, so, hey, hier habt ihr mal ein bisschen Geld oder so oder was weiß ich. Macht doch mal einen Post über die Set Championship, macht doch mal ein Video dazu, erklärt doch mal, wenn wir es nicht können oder wenn Wizards of the Coast nicht kann, erklärt doch mal ein bisschen, warum Leute das interessiert, beziehungsweise warum das exciting ist. Und das ist halt alles irgendwie nicht passiert. Und resultiert halt darin, dass ein man muss ja wirklich sagen, Pro-Tour-Level-Event hier fast unter ferner Liefen gelaufen ist. Mhm. Und niemand hat es irgendwie wirklich gemerkt. Ja, es fehlt auch ganz, ganz viel einfach so kleine Minigames danach. Also wenn ich mir das in LoL zum Beispiel anschaue, also League of Legends, wo zu jeder World Championship hast du so ein Minigame, wo du selber, oder wie beim Fußball für die Bundesliga oder so, angeben kannst, wer gegen wen spielt und wer in welcher Tabelle wo landet. Ja. Und umso mehr du recht hast, umso mehr Punkte bekommst du. Von diesen Punkten kannst du dir nichts wirklich kaufen. Du kriegst so ein paar Sticker und so weiter, die kriegt jeder. Und wenn du alles richtig machst, kriegst du einen richtig krassen Bonus. Also wenn du wirklich von vorne bis hinten 100% richtig gelegen hast, gab es schon, glaube ich, 4, 5 Leute mittlerweile, die diese Bonusse eingesackt haben. Das waren richtig krasse Teile. Ohne dass man jetzt irgendwie sagt, oh nee, das ist Glücksspiel, man macht damit Wetten, man muss da was einsetzen. Nein, du musst dafür kein Geld ausgeben. Es ist einfach nur on top ein kleines Minigame für einen Bonus, um dieses Championship zu halten. Du setzt dich auf einmal mit den Leuten auseinander. Wenn du wissen musst, okay, Wer spielt in diesem Team? Was spielen die so? Gegen wen spielen die? Ja. Einfach hingehen und sagen, hey, wer ist denn so Top 8? Und dann stellst du ein paar Leute vor und es müssen ja noch nicht mal die besten Spieler sein. Es müssen ja nicht mal alle Spieler sein. Du stellst 16 Leute vor und sagst, wer von den 16 kommt Top 8? Wenn du drei richtig hast, kriegst du, keine Ahnung, irgendeinen Bonus. Und dann musst du dich auseinandersetzen. Du musst dir die Deckliste anschauen. Du musst dir anschauen, was hat er denn registriert und glaube ich, dass dieses Deck gut ist? Kenne ich diesen Spieler vielleicht? Ja. Und das wäre alleine schon so im Vorhinein schon was Gutes. Im Stream selber ist es meistens so, gerade bei, wie gesagt, League of Legends und auch bei Hearthstone, dass sie Preise verteilen an Leute, die zuschauen, Leute, die aktiv sind, Leute, die irgendwie einen Kommentar schreiben, ähnliches. Das passiert hier auch nicht. Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, ist, dass Wizard of the Coast ihre Twitch-Moderatoren rausgeworfen hat. Und zwar einen Großteil davon. Du kannst ja auch nur kommentieren, wenn du Twitch Prime Sub oder halt überhaupt Sub bist. Ja, wenn du Sub von dem Channel bist, wo ich sage, dann solltest du erst recht Giveaways im Chat machen, um das zu belohnen, um Danke zu sagen. Weil dieses Wort haben wir von Wizard schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört.
Absolut. Und das ist ja auch was, das, um wieder auf den Reddit-Post zurückzukommen, das sind viele Punkte, die da halt eben mit drin sind, von wegen, was ich eben schon gesagt habe, mit dem, mit Content-Creatoren zusammenarbeiten, mit den Leuten, wo die Leute eben ihre Informationen herkriegen, sei es halt eben das Reddit, mit den Moderatoren reden, mit Twitch-Streamern, mit YouTubern, einfach konstant Werbung machen, dass die Leute das auf dem Schirm haben, dass was stattfindet. Und halt eben sowas wie, ja, digitale Belohnungen. Wir sind mit dem Arena komplett digital. Das kostet euch jetzt nichts, einfach ein paar Zeilen Code irgendwie zu machen und irgendwie alle. Oder es gibt ja auch bei Twitch diese Punkte, die man sammelt, je länger man guckt, dass man dann quasi das freischalten kann und einfach einen Booster freischaltet oder einen Booster in Arena oder halt Wildcards oder so. Und das sind diese Guessing Games. Das haben sie ja auch mal gemacht. Also zu den World Championships gab's ja diese, wo du, glaube ich, ein Pad kriegst und ein Sleeve, wenn du das irgendwie richtig machst. Und das war eine okay Kampagne. Das hat ganz gut funktioniert. Also es hat für mich auf jeden Fall mich abgeholt, da mal auf jeden Fall mitzumachen. Aber es gibt ja auch keine Einbettung in Arena selbst. Das ist ja auch noch das Ding. Also du würdest ja, selbst wenn du jeden Tag Magic Arena spielst, kannst du ja nicht mal den Stream in Arena selbst öffnen oder sowas. Also auch wieder eine technische Sache. Dafür ist natürlich Arena nicht gemacht und so weiter. Aber trotzdem muss es doch irgendwie möglich sein, dass quasi du Magic Arena spielen kannst und gleichzeitig Magic Arena gucken kannst, eben ohne einen zweiten Bildschirm haben zu müssen. Und ja, das sind halt, das sind alles so Kleinigkeiten, wo man irgendwie denkt, das ist uns jetzt so eingefallen, mehr oder weniger, während wir einfach so darüber reden. Also, was ist das Problem? Warum kriegen sie es nicht hin? Also, ach, es ist schwierig auf jeden Fall. Ja, und das sorgt halt dafür, für diese Nicht-Sichtbarkeit, die wir das letzte Mal auch angesprochen haben. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses ganze Organized Play, was ja kommen soll, beziehungsweise das Premier Play System, um nochmal auf den ersten Part kurz zurückzugehen, ob das eben auch für Arena zählen könnte, dass man da eben auch mal, also klar, wir haben jetzt mit William Jensen jetzt niemanden, der da sagt, muss sich um Arena kümmern, der ist für Paper zuständig, aber wir brauchen halt eine Figur für Arena. Wir brauchen unseren, was Pauper und Commander mit Gavin hat, und generell einfach Magic mit Mark Rosewater. Wir brauchen mehr so Frontfiguren, Entschuldigung für den Klang. So Frontsäue, die halt wirklich, wirklich Spaß daran haben und den Leuten das erklären und Community-Arbeit machen und. Und dann auch sagen, hey, voll cool, hier, wenn ihr jetzt das, keine Ahnung, Hashtag Championship Neon eingibt und wenn ihr unter den ersten 1000 seid, dann kriegt ihr. Und das machst du zwei, dreimal mit verschiedenen Sachen und fertig. Oder du droppst einfach generell einen Code bei jeder Championship, wo man eine spezielle Sleeve bekommt, die man nur bekommt in den ersten, keine Ahnung, in der ersten Stunde, bis das Ding abgelaufen ist. Und dann musst du dabei sein. Und dann kannst du sagen, hier, ich war dabei. Das ist, um wieder zurückzukommen, ihr merkt, ich gerade was Turniere angeht, bin ich ganz, ganz viel in verschiedensten Sachen unterwegs gewesen. Das gab es in League of Legends auch. Es gibt einen Ribbon-Skin, also für einen Champion von LOL, den man nur freigeschaltet hat, wenn man nachts um 3 die Championship geguckt hat. So. Ja? Das ist cool, wenn du dann dagegen spielst. Ja, es gab ein Remake paar Jahre später, aber da steht das dann dahinter, dass es nicht der Original-Skin ist. Mhm. Was man natürlich machen kann, man kann natürlich sagen, hey, wir haben vor 10 Jahren dieses Sleeve rausgebracht. Wir können ja mal ein Remake davon machen, aber wir benennen die ganz minimal anders, sodass die gleich aussieht. Mhm. Aber man weiß, dass es nicht das Original ist, sondern dass das Original halt den Wert behält. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die sie machen könnten, aber nicht machen. Der Hype-Faktor um diese Championships stirbt daran, dass niemand weiß, wofür sie da sind. Absolut, absolut. Und es ist ja schade, weil gerade wenn man auf Magic GG, also Magic GG, sich halt umguckt, da gibt's halt unzählige Artikel zu dem ganzen Turnier. Es gibt, glaube ich, eine komplette Verschriftlichung von dem finalen Match einfach nur mit Highlights zwischendrin. Da sind Leute dran, die haben Bock auf dieses Event, aber es wird halt so ein bisschen gebutschert, also abgeschlachtet irgendwie mit der fehlenden Marketing, mit dem fehlenden, worum geht's gerade? Warum ist das gerade interessant? Es gibt natürlich kein oberliegendes System mehr. Also die MPL gibt's technisch gesehen noch, aber es wird keine mehr hinzufügen und abgehen.
Und es gibt ja auch momentan keine angekündigte World Championship. Das heißt, das ist alles so ein bisschen unter, vermutlich wird das irgendwo einliefern, aber man kann halt noch nicht planen oder so. Und dann ist auch der komplette, also das ist zum einen fallen gelassen worden. Dann ist aber der andere Aspekt auch fallen gelassen worden mit dem, wie werde ich denn als Otto-Normalverbraucher zum nächsten Champion? Wie kann ich mich denn daran bewerben? Und das wird ja auch in der Coverage gar nicht irgendwie aufgeteilt. Und es gibt natürlich auch nicht die Erfolgsgeschichten, die man gerne erzählen würde von jemandem, der bei Arena angefangen hat und Store-Champion geworden ist. Es gibt so ein paar Erfolgsstories, aber das kann man natürlich auch nicht garantieren oder so. Aber das halt immer mal wieder ja irgendwie reinhauen. Und vielleicht macht man sogar einen speziellen Queue, wo die Leute mit den Decks der Champions, während sie dieses Match gucken, einfach spielen können. Da hast du dann dein, keine Ahnung, Ors of Venture gegen Mado Midrange-Deck. Und das sind 1:1 diese Listen. Der ist vielleicht free, einfach zu holen. Oder sonst irgendwas. Also, dass du einfach halt spielen kannst. Und dann gewinnst du da noch, kannst eine Wildcard gewinnen oder was weiß ich. Also, da gibt's doch so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, es scheitert halt einfach an dem Wissen oder an dem Willen, das umzusetzen. Und das ist halt so ein bisschen das Beängstigende, dass einfach entweder die Manpower fehlt oder halt eben der Wille fehlt, das wirklich umsetzen zu können. Weil ich glaube, also ich glaube nicht, dass wir Wizards of the Coast mit diesem Video zum ersten Mal davon erzählen, was man für Optionen hat in einem digitalen Klienten. Und ja, wir hoffen es zumindest. Wir hoffen es. Wenn auch, ich meine, es ist unangenehm, das zuzugeben, aber es würde mich schon freuen über eine E-Mail, wenn die sagen, hey Leute, coole Ideen damals. Aber ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du noch zu dem Thema hier Neon Dynasty Championship was loszuwerden, was dir auf dem Herzen liegt? Nee, aber ich würde gern die Ansichten von anderen Leuten hören, tatsächlich. Weil genau. Wir haben da schon vorher drüber geredet. Wir kennen unsere Ansichten, was das angeht. Gerade Arena ist bei uns ja immer so ein leicht schwieriges Thema. Und wenn dann ein komplettes Championship über Arena läuft, ist das immer wieder schwierig. Deshalb würde ich hoffen, dass wir Kommentare unter die Videos bekommen oder im Discord oder über Instagram oder sonst wo. Einfach nur, die uns erzählen, hey, ich habe das geguckt, ich fand das super. Oder hey, ich habe mir das Deck dafür gebaut und das wird bestimmt noch bleiben oder so. Oder seid ihr mit uns einer Meinung? Schreibt uns das über irgendwelche Kanäle. Wir lesen das und ich habe Bock darauf, das zu sehen, was andere Leute dafür Meinungen haben.